Ja, liebe Eishockey-Freunde, am Freitag war es wieder soweit. Eishockey-Time in Stuttgart in der Eiswelt. Die Stuttgart Rebels empfingen die Eisbären aus Eppelheim. Es war klar, dass mit Eppelheim kein leichter Gegner kommt. Die Spielbilanz der Eisbären, 22 Punkte aus 11 Spielen. Ganz im Gegensatz dazu die Rebels mit nur 13 Punkten aus 10 Spielen. Etwas enttäuscht waren die Veranstalter über nur 300 Zuschauer, die den Weg in die Eiswelt gefunden haben. Das erste Tor dieser Partie fiel nach 2 Minuten und 30 Sekunden. Tim Becker zunächst mit dem Versuch und dann Silas Abert mit dem Abpraller. Obwohl Silas Abert unter starkem Bedrängnis von Eppelheims Nummer 45 Elias Becker stand, weiß er dennoch, den Puck ins offene Tor zu manövrieren. Der Torschütze war noch nicht einmal angesagt, als 11 Sekunden später der Ausgleich fiel. Patschul auf Striebeke und es stand 1:1. Wir springen in die 12. Spielminute und zur ersten Strafe dieser Partie. Eppelheims Nummer 88 Roman Gottschalk 2 Strafminuten wegen Bandencheck. Powerplay für die Rebels und die Chance erneut in Führung zu gehen. Doch direkt nach dem Anspiel erobert sich Mark Bruns die Scheibe und scheitert mit dem Abschluss noch an Erzl. Nicht so Lukas Sawicki mit dem Abstauber zum 1:2. Noch 24 Sekunden Powerplay. Lutz Kästle auf Christopher Mauch, der zurück auf Kästle und Kästle netzt anlos zum 2:2 ein. Wir spulen 44 Sekunden vor. Strafe gegen Eppelheim, der Spieler mit der Nummer 77, Samuel Wasserthal, 2 Strafminuten wegen unerlaubtem Körperangriff. Das darauffolgende Powerplay blieb jedoch ohne Konsequenzen. 1,5 Minuten stehen noch auf der Uhr, als Lutz Kästle erneut ausholt zum Schuss aufs Eppelheimer Tor. Jesper Leis fälscht ab zum 3:2. Mit der knappen Führung ging man dann auch in die Drittelpause. Gerade mal eine Minute waren im zweiten Drittel gespielt, als sich Jesper Leis 2 Strafminuten wegen Haken einfing. Es war nicht gerade ein Bilderbuch-Powerplay der Eppelheimer, eher könnte man es als Gestochere bezeichnen. Dennoch konnte Mark Bruns den Abpraller zum 3:3 verwerten. In der 25. Spielminute gab es dann noch eine Bankstrafe gegen Eppelheim wegen zu vielen Spielern auf dem Eis. Und in der 28. Spielminute hier rechts im Bild Patrick Daucic 2 Strafminuten wegen Stockschlag. Wir springen in die 33. Spielminute. Jesper Leis mit dem Pass auf Patrick Eisele und der zum 4:3. Die Euphorie der Fans ist berechtigt groß. Die nächste Strafe gab es in der 33. Spielminute gegen Eppelheims Nummer 91, Patrick Patschul, 2 Strafminuten wegen Bandencheck. Die letzten 10 Sekunden Powerplay der Rebels, Lutz Kästle auf Becker, Becker auf Daubner und Ben Daubner mit seinem ersten Saisontreffer zum 5:3. Eine Minute 22. Vor Ende des zweiten Drittels der Konter von Eppelheim und Ben Daubner blieb nichts anderes übrig, als die Notbremse zu ziehen, wofür er dann 2 Strafminuten wegen Haken erhielt. Wir springen ins dritte Drittel, genauer gesagt in die 44. Spielminute, als sich Patrick Eisele der Rebels gegen 4 Eppelheimer durchsetzt und am Ende noch das 6:3 erzielt. In der 45. Spielminute gab es noch 2 Strafminuten gegen die Nummer 18 der Rebels Maximilian Strehle wegen Beinstellen. Die gute Defensivarbeit der Rebels verhinderte, dass in Unterzahl ein Tor fiel. Die Rebels gerade wieder komplett, der Pass von Dorfner auf Semloff und der zum 6:4. Noch 8 Minuten zu spielen und die Rebels führen immer noch mit 2 Treffern. Doch dann Scheibenverlust im Angriffsdribbel und Cedric Striebeke brachte die Eppelheimer mit dem Alleingang und dem 6:5 wieder ins Spiel. Zu allem Übel gab es in der 55. Spielminute dann auch noch 2 Strafminuten gegen Tim Becker wegen Stockschlag.
Das darauf folgende Powerplay vermochten die Eppelheimer jedoch nicht zu verwerten. Im Gegenteil, wieder Konter der Rebels belegt. Im Anschluss gab es dann gegen Eppelheims Nummer 9 Dominik Deuring 2 Strafminuten wegen Halten. Mit 4:4 ging es also weiter. Knapp 5 Minuten vor Spielende dann die Katastrophe aus Sicht der Rebels. Haas auf Bruns, Bruns aus Sawicki und der dann zum 6:6. So sehr sich die Rebels auch bemühten, es gelang nicht mehr, den Führungstreffer wiederherzustellen. Und so ging man mal wieder ins Penaltyschießen. Es begann für Stuttgart die Nummer 92, Lutz Kessle. Ein schöner Move von Kessle, doch am Ende gewann Jeremy Sentner im Tor der Eppelheimer das Duell. Für Eppelheim begann die Nummer 25, Lukas Sawicki, und er brachte die Eisbären in Führung. Für Stuttgart jetzt Patrick Eisele mit dem souveränen Anschlusstreffer. Es folgte Eppelheims Nummer 14, Marc Bruns, und er souverän mit dem erneuten Führungstreffer. Silas arbeitet jetzt mit der schwersten Bürde. Er muss treffen, ansonsten ist alles vorbei. Und so kam es dann leider auch. Eppelheim gewinnt nach Penaltyschießen. Wieder einmal ein super Spiel der Rebels, aber mit negativem Ausgang am Ende. Vermutlich fehlte am Ende einfach die Power. Während Eppelheim auf 19 Spieler zurückgreifen konnte, hatte Pavel Jankovic nur 13 zur Verfügung. Neben einigen Verletzten sagten auch noch Michael Barko und Lukas Kubek in letzter Sekunde das Spiel aus persönlichen Gründen ab. Am Sonntag geht's nach Ravensburg und ob es da dann zu den 3 Punkten reicht, werden wir sehen. Das nächste Heimspiel der Rebels ist am Samstag, 8.12. um 19 Uhr. Die Rebels empfangen die Eisbären aus Heilbronn. Das Spiel steht unter dem Motto Family Day und es gibt vergünstigte Tickets für Familien mit Kindern. Bis dahin, macht's gut, euer Olaf.